Grüß euch, ich bin's, euer Barney, der spirituelle Influencer der Heiligen Katholischen Kirche und der digitale Animator des Berufsverbands der Bayerischen Privatbrauer. Hey, ich will's ganz kurz machen. Ich will euch heute eigentlich bloß eins sagen, und zwar auf Oberpfälzisch. Ich bin wieder da. I am back. Back from hell. Zurück aus der Corona-Hölle. Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern an Frühjahr 2020. Das ist ja alles ganz stark losgegangen, das mit dem Corona. Im Januar, da haben sich die meisten noch gedacht, innere chinesische Angelegenheit. Dann hat es aber plötzlich die ersten Fälle auch bei uns gegeben. Nachher ist der Februar gekommen und Nervosität ist gestiegen. Aber dann ist erst einmal der Fasching gekommen und die meisten sind in Urlaub gefahren. Aber danach hat es einfach einmal geheißen, dass Österreich ein Hotspot war. Kaum mit dem Schauen bist du nachher mitgekommen. So schnell ist dann alles gegangen. Stellt euch vor, wir hätten letztes Jahr am Josefitag, am 19. März 2020, hätten wir so eine Feier gemacht. Eine richtig analoge Feier mit, sagen wir mal, einem Oberbürgermeister, einem zweiten Bürgermeister, einem dritten Bürgermeister, mit den Fraktionschefs von den Parteien im Stadtrat, mit den ganzen anderen Stadträten. Und letztes Jahr, da ist ja alles ganz blöd gefallen. Am Sonntag vor Josefi, da sind ja erst Kommunalwahlen gewesen. Das heißt, die alten Stadträte waren alle gekommen und die neu gewählten. Und sogar das Fernsehteam von OTV war angesagt. Das war das reinste Superspreader-Event gewesen. Ich sag's euch. Aufgrund der Präsenz, das wissen wir heute, hätte es damals gleich eine Inzidenz beieinander gehabt, die war aufgeschossen bei der Rode Anzeiger beim Howdy Lukas. Und hätte den Gänseblümchensammler und den Leichtmatrosen ganz locker hinter sich lassen und war mit traumwandlerischer Sicherheit war die Affe geschossen dort World Champion steht. Aber das waren ja die Tage, weil man das nicht so genau alles gewusst hat, was alles noch auf uns zukommen wird. Man hat sich gefühlt wie zwischen Baum und Borke, zwischen Hoffen und Bangen, zwischen, ich sage mal, offener Lederhose und geschlossener Klotüre. Der Aiwanger Hubert, unser stellvertretender Ministerpräsident, der ist ja damals noch auftreten in Ismaning drunt, auf ein Stadtbierfest, und hat die dortigen Organisatoren recht gelobt. Gut, dass sie das Fest nicht abgesagt haben. Denn Stadtbierfeste, sie sind der natürliche Feind des Coronaviruses. Ja, ganz genau, Hubert, das hat man gesehen. Im Mitterteich. Du Bauernbau, du Raubbacker, da du. Also eins müssen wir vielleicht schon sagen. Der Winklerbrei, der war nie so dumm. Weil der ihn ist mir nicht drunter. Und weil der Aiwanger. Der Winklerbrei, der hat rechtzeitig reagiert. Und hat seinen Lohn zugespürt. Am Josefi doch. Und hat sich dabei ein hübsches Sümmchen durch die Latten gehen lassen. Und er hat kein Menschenleben riskiert. Er hat nie dazu beigetragen, dass er Infektionskähn oder ein Cluster hätte bilden können. Im Gegenteil, er hat Leben gerettet. Deshalb erhebe ich den Krug mit dem Winkler Starkbier auf den Winklerboy und seine Courage, im richtigen Moment Nein gesagt zu haben. Prost auf den Winklerbrei!
Schön, dass ihr alle beim virtuellen Superhosten auf dem Winkler so zahlreich mitgemacht habt. Aber an allen habt ihr alle da draußen im Internet an einen Bildschirm nicht gedacht. Nämlich an mich. Ich war nämlich beinahe draufgegangen. Nein, nicht an Corona. Ich war ja gar nicht infiziert. Aber ich war draufgegangen, weil der Josefitag ausgefallen ist. Und was ist die größte Gefahr für einen, den es eigentlich überhaupt nicht gibt? Der lediglich, wie sagt man, eine Fiktion ist. Und der will bloß von allem gespult wird. Von allem, der will einschlupft in so eine Kutten und so ein Zeug hält, das weil er selber geschrieben hat. Hä? Genau. Die Damnatio Memoriae. So haben die alten Römer die Verdammung des Andenkens, also die Verweigerung der Erinnerung genannt. Bald hätten sich die Menschen auf den Straßen in Amberg zugeflüstert. Kennst du den Bruder Barnabas? Nein, aber gehört habe ich schon einmal. Das ist doch eher so ein, wie sagt man, so ein Bohemian. Einer, der jetzt in die Politik gegangen ist und für CSU im Stadtrat sitzt. Aber eigentlich habe ich ihn fast schon vergessen. Weil letztes Jahr, da war er ja nicht da. Da war ja nichts. Siehst du das? Deswegen hab ich mich völlig neu aufstellen müssen. Hab mich neu erfinden müssen. Hab mir einen neuen Namen gegeben. Heiß nicht mehr Bruder Matthias, Bruder Barnabas, sondern ich bin jetzt der Barney. Und am Barney könnt ihr sehen auf alle seine Social Media Kanäle. Auf seinem YouTube-Channel, auf seinem Insta-Channel und auf seinem Twitter-Channel. Ich bin da so mittlerweile eingewachsen in das Geschäft. Weil er so ein Zehennagel ins Nagelbett. Der war ganz eitrig wert. Bloß gut, dass man seine Menschenwürde wieder zurückgeregt hat. Weil die körpernahen Dienstleistungen der Podologie dank unserem Ministerpräsidenten und Kandidaten für die Kanzlerkandidatur Markus Söder. Das heißt, ich bin schon einer, der das alles da recht professionell macht. Also in die Socials, nein, nicht im Saustall, in die Social Media, in die Socials auftaucht und die Leute, also eng, nicht bloß die Messe, sondern auch die Leviten lesen dort. Der will laut wird, wenn in den Stadttag gestohlen wird, weil der Einbucher wieder weiter Destructivus in Streit um Asterix alle Pleidorit und Populisten heißt. Trotzdem, Herr Oberbürgermeister, eins muss man schon sagen. Schön ist er verniert, der Neubau am Gelände vom alten Bürgerspital. Aber Achim Hüttner, Organisator des Bürgerbegehrens gegen den Neubau am Gelände des alten Bürgerspitals, auch der gegenwärtige Zustand mit den Baugraben bei der Wirtschaftsschule, das war ja nicht schön, das geht nicht. Siehst du's? Zu mir könnt's kommen, wenn euch innere Pein beschwert, wenn's nicht wisst, wohin mit euch. Der Barney, der predigt für euch und zu euch und spricht euch aus der Seele. Weil der Barney die Verbindung herstellen kann. Nein, ich arbeite nicht für Telekom oder für O2 oder für 1 und 1 oder so ein. Nein, ich connecte euch mit ganz um. Der Barney weiß, weil es auf die geht. Wenn es im Leben ein Bach untergeht. Ich bin der, der die Verbindung herstellen kann. Auf zum Himmel. Direkt in die Zentrale. Da, wo unser Herrgott residiert. Auch wenn unser Gesundheitsminister, der Jens Spahn, meint, wir werden alle
einander viel verzeihen müssen. Wie soll denn das überhaupt gehen, Herr Spahn? Wenn Sie uns am Nachmittag noch warnen vor größeren Zusammenkünfte und am nächsten Tag nach einem Treffen mit Leid, die zwar angeblich Spendierhosen anhaben, aber garantiert keine Masken nicht aufhaben, da wird er schon positiv getestet, der Jens. Die Sünde, Herr Spahn, so steht's im Katechismus geschrieben. Sie schafft einen Hang zu neuer und zur weiteren Sünde. Das Wort Sünde, das kommt vom Sondern, vom Absondern. Davon, wenn der Mensch sich von Gott wegbewegt und sich auf eine falsche Lebensweise einlässt. Im christlichen Sinne, im Sinne der heiligen katholischen Kirche, können wir Menschen einander gar nicht verzeihen, weil wir das Sakrament nicht erteilen können. Das kann nur Gott allein. Deswegen müsst ihr da draußen, die ihr sündig wart, euch mir zuwenden. Ich wasch euch auf allererst einen Kopf und nachher holt ihr einen Spiegel für. Und wenn ihr dann alle so klein seid, so klein mit dem Hut auf der Platten daumet, nachher hab ich euch. Wenn ihr es daher gereicht, weil ein Eidechsel das, was an die Starkstromleitung hingelangt hat. Wenn du dafür kommst, weil ein frisch rasierter Ringwurm, weil die Maus, der im Pfalle neidabt ist, oder weil der Ratz, der wohl gerade an Strichnin schon hingeschnuppert hat und schon eine erste Kostbombennummer hat. Nachher seid ihr reif für mein Ego te absolvo, a peccatis tuis. Ich spreche dich los von allen Sünden. Und weil ein jeder Segen die entsprechende Flüssigkeit benötigt, sage ich, Prost, schwimmen wir's obi. Euer Bonnie. Servus.